Herzlich willkommen bei Iltis in Bermudas im Bermuda-Funk. Heute mit Teil 1 der Doppelsendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wir trauern um die Menschen, die in Hanau dem rechten Terror zu Opfer gefallen sind und stehen an ihrer Seite. So oder so ähnlich lautete die erste Reaktion vieler Stimmen aus der deutschen Zivilgesellschaft. Wer aber ist wirklich vom rechten Terror in Deutschland betroffen? Was sind seine Ursachen und was kann und muss auf die Beileidsbekundungen folgen? Diese Ausgabe von Iltis in Bermudas möchten wir von Rassismus betroffenen Menschen übergeben und fragen, wie sie Hanau und die nachfolgenden Ereignisse erlebt haben und welche Hoffnungen und Erwartungen sie an nichtmigrantische Menschen richten. Mit dabei sind Atish Gürbiner, Landesvorsitzender von Die Linke Bayern, die Politikwissenschaftlerin Dastan Yasim, die Juristin und Linkskanaks-Gründerin Elif Eday, Ferhat Ali Kocak, besser bekannt als der Neuköllner, Vicky von Welcome United, Jian, eine Mannheimer Studentin, und Kerim Kurt, der im kurdischen Gemeinschaftszentrum Mannheim-Ludwigshafen aktiv ist. Wir haben alle zuerst gefragt, wie habt ihr den Anschlag in Hanau erlebt und wie habt ihr die nachfolgenden Ereignisse, die Gedenkveranstaltungen, Demonstrationen, aber auch die Medienberichterstattung wahrgenommen? Für mich war das eine ganz neue Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass ich mit Hanau plötzlich nicht mehr so richtig politisch bewusst agiert habe, sondern emotional und persönlich. Das liegt daran, dass ich einfach wahrscheinlich in der Nähe geboren bin, dass ich sofort Angst hatte, ob irgendetwas passiert ist, auch mit Leuten, die ich kenne und kannte. Das hat mir einfach irgendwie Angst gemacht und hat mich von der vielleicht teilweise wichtigen Distanzierung, wenn ich dann politisch agiere, irgendwie abgehalten. Mich dann mit Freundinnen und Freunden unterhalten. Und das war für mich in irgendeiner Form eine neue Erfahrung, weil ich ansonsten ja doch irgendwie gewissermaßen politisch erfahren bin und deswegen dass die Ereignisse davon auch irgendwie trennen kann. Das war in dem Moment irgendwie nur schlecht der Fall. Gedenkveranstaltungen waren natürlich wichtig und notwendig, aber die waren leider wieder sehr geprägt von weißen Deutschen, die sich da auch in den Vordergrund einfach gestellt haben. Ich denke, wir hätten dort ganz, ganz wichtig dafür sorgen müssen oder dafür hätte gesorgt werden müssen, dass die Menschen, das Umfeld, die Opfer zur Sprache kommen, dass die im Vordergrund stehen. Ich habe die Hoffnung gerade, dass mit der Black Lives Matter Bewegung, die jetzt ja gerade auch Deutschland überschwappt, dass es dort anders ist. Bei der Medienberichterstattung fiel vor allem das Bedauern, es fehlten die politischen Konsequenzen. Ich war daheim, ich war gerade online auf Twitter und habe gemerkt, dass viele Freunde Fotos und Videos von ihren Bekannten dort teilen. Und dass gerade einfach die Meldung umgeht, es wurde geschossen in Hanau, es gibt wohl Tote, aber man weiß nicht, was los ist. Und tatsächlich war eine der ersten Theorien, dadurch, dass die Polizei ja auch als erstes Migras dort in die Ecke gedrängt hat, das Video haben viele ja gesehen, dass es sich um einen Gangmord, eine Gang-Auseinandersetzung gehandelt hat. Und so habe ich das erlebt und habe es dann so erlebt, dass Stück für Stück die Nachrichten rausgekommen sind, Stück für Stück zum Täter, was bekannt geworden ist. Ich war damit dann mehr oder weniger die ganze Nacht wach und habe dann halt einfach Stück für Stück die Informationen gesammelt. Und als ich dann erfahren habe, dass das halt einfach sehr viele oder einige kurdische junge Männer waren, die auch getötet wurden, habe ich mich halt sofort an den kurdischen Verein gewandt und an meine kurdischen Freunde und habe dann in die Wege geleitet, was man so machen kann, was man so tun kann. Am nächsten Tag habe ich mich auf den Weg zum kurdischen Verein gemacht, habe dort zwei Bekannte getroffen, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Und wir haben dann den Verein in Hanau angerufen, haben dann erfahren, dass dort eine Trauerfeier stattfindet, dass an der Trauerfeier vor allem die Freunde von Ferhat und Gökhan teilnehmen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, gehen wir schnell hin und helfen. Und dann sind wir hingegangen. Wir sind erst zu dem Tatort gegangen, wollten einfach kurz mal dort anhalten, sind dort gewesen. Es war komisch, dieser ganze Presseauflauf dort. Es war irgendwie nicht so real. Man hatte das Gefühl, dass das auch nicht so ernst genommen wurde. Danach sind wir zum kurdischen Verein gegangen. Hab vor allem erst mal beobachtet einfach, weil ich nicht wusste, was ich machen soll und einfach verwirrt war und schockiert war. Vor allem, weil man hat natürlich die Freunde der zwei Betroffenen sofort erkannt. Sehr, sehr junge Menschen, die extrem schockiert waren. Also es war
wirklich surreal. Eine sehr, sehr, sehr bedrückende Lage, offensichtlich. Danach haben die Freundinnen vom Kulturzentrum dort mir dann halt gesagt, dass sie gerade super viele Presseanfragen kriegen, auch englischsprachige, und ob ich da mit den englischsprachigen helfen kann. Dann habe ich dem zugestimmt und habe dann halt ja erstmal mit der BBC geredet gehabt, was auch sehr komisch war, denn während die BBC-Interviewer sich sehr bewusst darüber waren, dass das ein rechter Anschlag war und sich auch über die kurdische Community bewusst waren und da auch gezielt angefragt haben, kam von den deutschen Nachrichten fast gar nichts. Es war sehr, sehr komisch. Wieder einmal hatte man das Gefühl, man macht Öffentlichkeitsarbeit und das Land, in dem man lebt, ist eigentlich am allerweitesten hinten dran. Wir wissen alle, es wurde am Anfang Shisha-Morde genannt, absolut widerliche Berichterstattung, widerliche Art und Weise, damit umzugehen. Ich möchte aber noch schließen mit der Gedenkveranstaltung, zu der wir dann auch gegangen sind. Also nachdem wir dann den Nachmittag im Verein waren, sind wir dann zu der Gedenkveranstaltung in Hanau auf dem Marktplatz gegangen. Eine Riesenbühne wurde aufgebaut, Volker Bouffier und hier der Bürgermeister von Hanau und der Bundespräsident sollten dann reden. Und das war unfassbar. Also diese Riesenbühne wird aufgebaut, diese ganzen Menschen sind dort, vollkommen aufgelöst. Und dann reden einfach diese drei alten weißen Säcke über ihre Haltung dazu und wie schrecklich sie das finden und überhaupt. Es sind Angehörige, es sind Familienmitglieder auch anwesend gewesen an dieser Veranstaltung. Und die hatten dann überhaupt gar keine Stimme. Und danach, als die halt alle drei fertig waren, sind die von der Bühne gegangen. Die Bühne war leer. Ja, also es ist ein unfassbarer Anblick gewesen. Eine Riesenbühne, eine riesen durch und durch beleuchtete Bühne mit aller Technik und hunderte Menschen drumherum, komplett im Dunkeln, in der Kälte. Und das war's. Man hat sich auf die Schnelle nicht ansatzweise überlegt, ob man irgendwie irgendjemanden aus Opferperspektive reden lässt. Und dann ist es zwischendurch eben zu Sloganrufen gekommen, Zwischenrufen, vor allem so Sachen wie NSU-Akten öffnen und so weiter und so fort. Eine unglaubliche Wut, vor allem in der migrantischen Community, die dort anwesend war. Und das Seltsame war dann hatte ich halt zum Beispiel so offensichtlich deutsche Menschen hinter mir stehen, die sich dann darüber echauffiert haben, dass zwischen reingerufen wird. Und dann dachte ich mir, wow, das ist wirklich wieder diese schöne deutsche Ordnungsliebe, dass man kurz nach einem rechtsradikalen Attentat Zeuge davon wird, wie Hunderte und Hunderte MigrantInnen absolut aufgelöst und schockiert sind. Und das Einzige, was dich interessiert, ist, dass man sich irgendwie an irgendwelche, ich weiß nicht, Aumann-Etiketten irgendwie hält oder sowas. Also absolut unverständlich. Im Endeffekt saß ich danach einfach im Auto, bin zurück nach Mannheim gefahren und also das war viel für einen Tag und ich war einfach sehr schockiert und ich glaube, ich bin auch danach, 2-3 Tage konnte ich gar nicht rausgehen. Also mir war alles komisch im Kopf und es wurde auch nicht besser dadurch, dass halt einfach aus der kurdischen Perspektive gar nicht geredet wurde, weil wir haben die nächsten Tage dann eben die Bilder und Nachrichten gesehen und Bilder der Gegendemos, wo massenweise türkische Flaggen waren, wo dann, keine Ahnung, von Milli Gördisch über DITIB oder weiß der Geier was. Und da habe ich noch von anderen Freunden, von anderen Gedenkveranstaltungen in Hamburg und Mannheim und sonst wo erlebt, dass dann halt irgendwie, ja, Leute von der Milli Gördisch oder DITIB oder generell von der türkischen Rechten irgendwelche Leute dazu was dazu sagen. Und ich denke mir so, ihr habt dazu überhaupt nichts zu sagen, wirklich nicht. Für mich ist es scheißegal, ob jemand ein rechter Türke oder ein rechter Deutscher ist. Wenn du rechts bist, dann hast du absolut kein Mitspracherecht. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, wir sind vollkommen ohne Repräsentation. Wie habe ich den Anschlag in Hanau erlebt und die nachfolgenden Ereignisse? Um ehrlich zu sein, für mich war das eine ziemliche Zäsur Hanau. Für mich persönlich und für viele in meinem Umfeld. Ich hatte ehrlich gesagt das erste Mal wirklich Angst um meine Familie und um meine Kinder, weil die sich auch an migrantischen Orten aufhalten. Ja, das war schon nochmal eine andere Qualität, obwohl ja vorher auch viele andere Anschläge es gegeben hat, obwohl es den NSU gegeben hat und
frühen 90ern, das erinnere ich mich auch noch ganz gut, an Mölln und Solingen, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda. Ich weiß auch noch, dass wir mit meinen Eltern, die damals auch sehr geschockt waren, zu den Demos da gegangen bin. Trotzdem hat es für mich diesmal eine andere Qualität gehabt, weil einfach so mal wieder völlig willkürlich so viele Menschen an einem Ort, der irgendwie ein Ort, ein wichtiger Ort für migrantische Menschen, für Jugendliche ist, dass, ja, dass da so etwas passiert ist, ja, hat mich ehrlich gesagt persönlich nochmal richtig alarmiert. Ja, und in meinem ganzen Umfeld, wir waren echt alle ziemlich fertig. Ja, es ist bis heute schwer vorstellbar, dass das passiert ist. Und ja, leider steht es eben in einer Reihe. Kurz davor war ja auch Halle oder der Mord an Lübcke und so weiter. Menschen mit Migrationshintergrund stehen einfach im Fokus von rechten Kräften und das macht halt eben auch Angst. Aber es macht auch wütend und macht auch aktiv. Wie ich die Medienberichterstattung wahrgenommen habe, also ich hatte das Gefühl, dass es schon erstmal so etwas wie ein Aufwachen gab und ein Aufmerksamkeitsfenster für das Thema Rassismus. Und dass auch jetzt endlich mal bürgerliche Politiker und Politikerinnen gesagt haben, dass die AfD-Hetze auch den Boden für solche Anschläge bereitet. Das haben Linke schon immer gesagt, aber dass das sozusagen auch in Mainstream-Umfeld Debatten auf einmal ein Erklärungsmuster war, das war gut und war vorher nicht so. Also es fing an so mit Lübcke, dass einige auch aus dem bürgerlicheren Spektrum sich so geäußert haben. Und nach Hanau war es aber auch sehr stark. Allerdings war das wieder einfach nur ein sehr kurzes Zeitfenster, eine sehr kurze Aufmerksamkeit. Heute spricht schon kaum jemand mehr von Hanau. Wir tun das, unsere Brüder und Schwestern tun das, die Migranten-Selbstorganisation, die Opfer und Opferangehörigen und auch viele andere. Aber generell in den Debatten, in den öffentlichen Debatten kommt das eigentlich kaum noch vor. Also dann kam Corona und ja, andere Themen, das wird dann wieder, ja, geht dann wieder schnell unter, leider. Weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel gibt es diese Hygienedemos, die wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gerieren. Und diese sogenannten Hygienedemos, die vor allem von Verschwörungstheorikern, rechter Couleur, Antisemiten, migrationsfeindlichen Menschen bespielt werden. Und da schreibt jeder einen Kommentar zu, sind in der Tagesschau. Aber dass sich zum Beispiel in Berlin ein neues migrantisches Bündnis gebildet hat, nämlich das antirassistische Aktionsbündnis. Aber das kam eigentlich nur in ein, zwei linken Zeitungen vor und ansonsten nicht. Also es sind wieder bestimmte Sachen, die Aufmerksamkeit gerieren und andere nicht. Und das finde ich sehr problematisch. Wie hast du den Anschlag in Hanau erlebt? Die Situation war sehr geprägt eigentlich von dem, was wir immer wieder als mediales Brainwashing nennen. Ich habe mitbekommen, es gab Schießerei vor einer Shisha-Bar und habe erstmal gedacht, oh scheiße, Mann, Nazis und rechte Hass und Hetzer werden das wieder für sich nutzen. Und habe dann relativ wird erst verstanden, dass es eigentlich ein rechter und rassistischer Mordanschlag war. Und das Erste, was mir durch den Kopf ging, war natürlich die ganzen Emotionen erstmal, bevor mir irgendetwas durch den Kopf ging. Zum einen Trauer, aber auch Angst, Wut, Hass. Und dann kam aber natürlich das, was sich in meinem Kopf gebildet hat, so was müssen wir jetzt tun, was können wir jetzt machen. Und dann haben wir eigentlich sehr schnell uns hier in Berlin organisiert, eine Demo versucht, in Solidarität an der Seite der Betroffenen zu organisieren. Politikerinnen und Politiker, insbesondere der Regierungsparteien auf Bundesebene, wollten sich am Brandenburger Tor treffen, eine zentrale Kundgebung machen. Wir, die sozialen Bewegungen, insbesondere antirassistischen Bewegungen, haben gesagt, nein, wir gehen dorthin, wo die Shisha-Bars sind, wo die Menschen sind, die jetzt Angst haben, wo die Menschen sind, die von Rassismus betroffen sind und haben eine Demo am Hermannplatz organisiert in Berlin-Neukölln und sind dann mit 6.000 Antifaschistinnen, Antirassistinnen durch Neukölln gelaufen und
haben mit Redebeiträgen versucht, vor allem auch die Menschen zu erreichen, die dort leben, um ihnen ein Stück weit die Angst zu nehmen und um zu zeigen, solidarisch Seite an Seite gegen Faschismus, gegen Rassismus und auch gegen rechte Hetze. Am Samstag war ja dann die Demo und die Kundgebung in Hanau. Ich war persönlich auch da und hatte die Möglichkeit, dort zu sprechen. Ich finde, es war eine sehr wichtige Demo und es war wichtig, dass wir geschlossen da auftreten. Verschiedenste Gruppen von Menschen, dass sie zusammengekommen sind, auch aus verschiedensten Städten. Was ein Stück weit gefehlt hat, ist im Prinzip, Politiker haben sich dort positioniert und haben wieder mal ihre ganz formalen Wir-trauern-mit-Sätze abgespielt und dann sind sie nach Hause und wir sehen es ja heute, die Anti-Migrationspolitik wird weitergesetzt, die Politik, die eigentlich geradezu Hass und Hetze führt, den rechten Rand stärkt, die wird ja fortgesetzt und das war bei den letzten rassistischen Morden auch so und in Hanau war das auch so und wenn wir an Solingen zurückdenken, war das auch so, dass einfach gesprochen wurde und dann aber auch nach einer Zeit wieder vergessen wurde. Und was ich aber in Hanau beeindruckend fand, war die Solidarität untereinander und auch die Organisierung untereinander, so dass gemeinsam eigentlich jetzt so ein Space geschaffen wurde, um sich zu organisieren, um aber auch an der Seite der Betroffenen gemeinsam zu kämpfen und ihnen auch zu helfen und sie zu unterstützen. Die Medienberichterstattung ging natürlich erstmal von 0 auf 100. Wir sagen ja immer, die Bild hat mitgeschossen. Bild als ein Zeichen für die Presse, die eigentlich über Jahrzehnte hinweg antimuslimischen Rassismus geschürt hat. Und im Prinzip haben wir auch hier wieder gesehen, dass das die Presse eigentlich ihrer Rolle nachkommt. Aber ich fand es eigentlich eher fatal, dass dann durch die Corona-Pandemie die gesamte Berichterstattung eigentlich zum Erliegen kam und gar nicht mehr darüber gesprochen wurde. Und wir als migrantische Organisation, die eigentlich nach Hanau gesagt haben, wir müssen uns organisieren, wir müssen Aktionen planen, haben das dann aber doch hinbekommen, dass wir dann am 8. Mai in verschiedenen Städten mehrere Aktionen auch im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmen umsetzen konnten. Und das war, finde ich, trotz dieser schwierigen Situation krass, wie diese Tat in Hanau eigentlich etwas geschaffen hat, was es eigentlich schon längst hätte vorher geben müssen. Ein stärkeres Zusammenkommen von migrantischen Organisationen, gemeinsam gegen Rassismus, gemeinsam gegen Faschismus, gemeinsam gegen Nationalismus, insbesondere bezogen auf die Politik hier, auf die Taten, die hier in Deutschland, in Berlin, in Hanau, in Solingen passieren. Naja, wie ich den Anschlag von Hanau erlebt habe, ich würde in einem Wort sagen, ich fand's schrecklich. Also, ich erinnere mich noch an den Moment, als ich die ersten Nachrichten am Handy gelesen habe und am Bahngleis stand. Ich stand nur mit offenem Mund und Tränen in den Augen da. Also es war einerseits erschütternd und ich war traurig. Vor allem, als ich die Bilder der jungen Leute gesehen habe und der Angehörigen. Ich war wirklich wie, als ob mir der Boden unter den Füßen weggerissen werden würde. Dass so etwas mitten in Deutschland vor unseren Augen, vor unserer Nase quasi passiert. Es war entsetzlich, aber gleichzeitig war ich so wütend, extremst wütend, dass es die Politik und Justiz wieder einmal so weit hat kommen lassen, dass 9 junge Menschen mitten in Deutschland erschossen, ermordet werden. Die Medienberichterstattung fand ich einfach nur perfide. Wie konnte man von Shisha-Morden sprechen? Wie konnte man von einem Verschwörungstheoretiker reden? Das war klar ein Rechtsextremist. Warum konnte man die Dinge nicht so benennen, wie sie waren? Warum wurde weiterhin versucht, irgendwas runterzuspielen? Ich meine, das kennen wir auch schon von den NSU-Morden. Da hieß es, es waren Dönermorde. Das ist doch total respektlos, auch der Familie gegenüber, den Opfern gegenüber. Und auch heute merkt man, dass Hanau einfach in Vergessenheit gerät.
es ist kein Teil mehr der Medienberichterstattung. Es findet dort keinen Platz mehr. Es ist schon wieder vergessen. Und das ist einfach nur traurig. Denn wenn wir uns nicht daran erinnern können, dann schaffen wir einen Raum für weitere solcher Fälle. Es muss aufgearbeitet werden. Und das sehe ich in den Medien zurzeit nicht. Ich habe es als sehr positiv empfunden, wie viele Migranten und Einheimische der zivilen Gesellschaft tagelang protestierten und wie intensiv sich Personen aus den Regierungsorganen vor Ort auch mit den Angehörigen der Opfer direkt mit der Tat beschäftigt haben. Natürlich müssen aber langfristig wirksame Taten folgen. Ich fand es auch sehr gut, wie viele Journalisten aus den Medien und Menschen aus den sozialen Medien im Internet ihre Stimme genutzt haben, um diesen Anschlag zu verurteilen. Zur Frage, wie habt ihr den Anschlag in Hanau erlebt? Es war ein Schock, auch wenn wir wissen, dass es rechten Terror gibt und dass so gesehen nichts Neues ist, war es trotzdem erschütternd und hat uns halt alle in ein tiefes Loch geworfen. In Hanau haben wir eine sehr gut aufgestellte, starke Gruppe von Welcome United. Und das waren auch die Leute, die sofort in den betroffenen Communities aktiv waren, die Kontakt aufgenommen haben zu den Angehörigen und sich sofort daran gemacht haben, Demos und Trauer bzw. Gedenkveranstaltungen zu organisieren, eine Öffentlichkeit zu generieren und das immer mit der Absprache eben mit den Angehörigen. Und sofort wurde sich dann dran gemacht, die Namen zu veröffentlichen unter dem Hashtag Say Their Names. Plakate wurden gedruckt, man sah Graffiti mit dem Namen, nicht nur in Hanau, aber halt auch in anderen Städten. Die Demo in Hanau war wirklich einzigartig, weil sich super viele mit den Angehörigen bzw. Hinterbliebenen, aber auch mit Betroffenen von Rassismus solidarisiert haben. Also in Hanau waren ca. 6.000 Menschen auf der Straße und parallel waren bundesweite Demos in anderen Städten. Und das war ein super schönes Zeichen der Unterstützung, der Solidarisierung und natürlich auch der Sichtbarmachung und Thematisierung von dem, was in Hanau passiert ist. Dass es kein Einzelfall war und dass Hanau nicht alleine damit gelassen wird. Dann die Beerdigung von Mercedes Kirpatsch, auf der ich war zum Beispiel, war auch ein besonderer Moment für mich und für viele von uns, die da waren, weil diese Beerdigung offen für alle war. Das war der Wunsch der Familie und genau einige Beerdigungen wurden medial begleitet und so hatten wir das Gefühl, dass zumindest es in den Medien nicht einfach ein Anschlag irgendwo in Deutschland war, sondern dass die Berichte gezeigt haben, dass da Menschen ermordet wurden, die Familie hatten, die ein Leben hatten. Zur Frage, wie habt ihr die Medienberichterstattung wahrgenommen? Die Medienberichterstattung war gefühlt anders, natürlich nicht so progressiv, wie wir uns das so gewünscht hätten, aber ich würde schon sagen, dass vielleicht Lehren gezogen wurden aus der Berichterstattung, zum Beispiel vom NSU, oder dass es ja zumindest die Kritik daran flächendeckender durchgesickert war, also dass zum Beispiel die Namen genannt wurden, dass sozusagen auch Wert darauf lag, sie richtig zu schreiben, auch wenn es in Berichten immer noch vorkam, dass da Rechtschreibfehler drin waren, aber trotzdem irgendwie die Namen bzw. die Opfer in den Fokus zu stellen und nicht wie eben zum Beispiel beim NSU die Namen des NSU-Trios, dass man die Namen eben kennt und keinen einzigen aber von den Ermordeten. Und da hatten wir schon das Gefühl, dass es einen sensibilisierteren Umgang damit gab. Was dann aber doch bis heute erstaunlich ist, also und das sehen wir auch an diesen sogenannten Hygienedemos gerade in Zeiten von Corona, ist eben dieser mediale Umgang mit Menschen, die an rassistische und antisemitische Verschwörungsmythen glauben und diese verbreiten, dass diese Menschen immer als verwirrte Typen dargestellt werden, wo eben der Rassismus und Antisemitismus auf eine kranke Psyche zurückgeführt wird, so nach dem Motto, er kann ja nichts dafür.
dafür, er ist irgendwie, was weiß ich, geistig verwirrt oder so. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft zu sehen, dass es für Verschwörungsideologien in der breiten Medienlandschaft keine Sensibilisierung gibt. Dass es dann eben zu solchen fatalen Fehleinschätzungen kommt und dass dadurch sozusagen dieser verwirrte Einzeltäter-Mythos bestärkt wird. Und das ist unserer Meinung nach super gefährlich. Herzlich willkommen zurück bei Iltis in Bermudas, heute mit Teil 1 der Doppelsendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wir sprechen mit Atish Gürpina, Dastan Yasim, Elif Eday, Ferhat Ali Kozak, Vicky, Jian und Kerim über den Anschlag von Hanau und rechten Terror in Deutschland. Im Folgenden haben wir gefragt, in welchen Zusammenhang sind die Ereignisse von Hanau zu stellen, was sind eurer Meinung nach die Ursachen für rechten Terror und wie kommt es, dass trotz der Betroffenheitsbekundungen der Eindruck entsteht, dass ein echter Aufschrei ausbleibt? Naja, es findet ein Rechtsruck in der Gesellschaft statt und es wird verschwiegen, dass der von der Mitte heraus kommt. Und das ist entscheidend für eine Analyse und auch entscheidend für notwendige Änderungen. Es gibt seit Jahrzehnten schon die Entwicklung aus der Mitte, dass rechter Sprech möglich ist. Es hat nicht angefangen, aber wurde erstmal richtig stark mit Sarrazin. Da hat die Bildzeitung auch einen entscheidenden Anteil dran. Wir dürfen auch nicht Palmer vergessen, der dort regelmäßig mitmischt. Und dadurch, dass du rechten Sprech in die Mitte der Gesellschaft ermöglicht und nicht klar dich abgrenzt davon, entwickelt sich rechts eben auch eine neue Möglichkeit, werden rechts neue Felder erschlossen, die dann immer weiter nach rechts außen gehen. Es beginnt eben dann, geht dann weiter mit der CSU, die ihre rechten Sprech völlig salonfähig gemacht hat. Es geht dann mit Taten weiter, mit ersten Forderungen, die vor allem von CSU, aber eben dann natürlich von der AfD kommen. Und es hört dann eben nicht auf mit irgendwann rechten Gewalttaten. Du hast eben das Problem, dass etwas, was sprechfähig wird, dann sich irgendwann auch in Taten umschlägt. Und das ist für mich definitiv mit die Ursache für rechten Terror. Der beginnt nicht rechts außen, sondern der entwickelt sich nach rechts außen. Bestes Beispiel sind übrigens die NSU-Morde, die versucht werden, irgendwie in den Osten zu schieben. Man darf dabei nicht vergessen, dass 5 der 10 NSU-Morde in Bayern stattgefunden haben, wo eben seit Jahrzehnten reaktionäre Netzwerke existieren. Und die sind eben auch unter einer jahrzehntelangen reaktionären, konservativen Regierung erst möglich. Ja, in welchen größeren Zusammenhang sind die Ereignisse von Hanau zu stellen? In einem absolut deutlichen Zusammenhang, in dem jetzt schon, also seit der Wiedervereinigung, ganz klare Netzwerke sind, die im Staat sind, in den Sicherheitsapparaten, in der Politik, die auch rechte Praxis rechtfertigen. Und das ist wirklich wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und das ist auch der Grund, warum es halt eben legitim ist, dass Leute NSU-Akten aufschließen, rufen während so einer Gedenkveranstaltung, weil das natürlich ganz klar in dem Zusammenhang ist. Es ist im Zusammenhang NSU, es ist im Zusammenhang aller möglicher paramilitärischer, muss man schon sagen, rechter Gruppierungen, ob sie jetzt Teil der Bundeswehr sind oder ob es halt eben autonome Rechte sind. Das sind so viele Fälle über die letzten 30 Jahre, die alle miteinander zusammenhängen und die aber immer und auch im Medienecho vor allem immer wieder auseinandergekapselt werden, getrennt werden, so dass man den Eindruck bekommt, ne, also halt auch so wie mit dem Fall des Täters, das ist irgend so ein Internetverrückter. Ist er halt eben nicht. Und das Ding ist, jetzt gerade sehen wir doch auch noch, wie diese ganze Neurechte, diese Querfrontrechte, diese Verschwörungsrechte, diese QAnon-Rechte, wie die sich jetzt halt eben zusammentun, wie die Massen zusammenbringen und ihre Ideologien weitertragen. Es wird ja so getan, als ob diese Ideologien total isoliert voneinander sind und dass Menschen, die dann auf diesen Ideologien basierend irgendeine Gewalttat ausüben, dass die krank irgendwie im Kopf sind oder sonst irgendwas. Und das hat alles irgendwie miteinander nichts zu tun, aber das ist einfach nicht so. Und die Tatsache, dass weder Politik noch Medien damit so richtig umzugehen wissen und auch nicht umgehen wollen damit, dass das kleingeredet wird, das ist ja das Unfassbare. Und ich glaube, das ist auch vor allem aus migrantischer Sicht das Ding. Aus migrantischer Sicht schaust du alles im Kontext an und du verstehst den Kontext, aber du merkst so, hey krass, niemand anderes redet über den Kontext. Ne? Und das ist halt eben das Tragische. Ich habe positive Solidarisierungserfahrungen gemacht, vor allem innerhalb der eigenen Community so. Also alle migrantischen Freunde, die ich habe, mit denen ich vorher schon in politisch/persönlichen Kontext vernetzt war,
Wir haben uns viel Zeit genommen, miteinander zu reden. Wir haben uns viel Zeit genommen, miteinander zu reflektieren. Einfach so eine Art Safe Space miteinander aufzubauen und miteinander auszutauschen und was wir denken und überhaupt. Ich habe tatsächlich sogar viele Anrufe aus meiner Heimat, also hier aus Südkurdistan bekommen. Verwandte und Freunde, die auch hier wieder lustigerweise eher über englischsprachige Nachrichten die Nachricht bekommen haben, dass es so ein Attentat gab. Und ja, die Verwandten von mir und Freunde waren sich auch bewusst, dass diese Stadt nicht so weit weg ist von mir. Und viele haben dann sich bei mir gemeldet, gefragt, ob es mir gut geht und so weiter. Also da habe ich auf jeden Fall viele aus meinem eigenen Kontext positive Erfahrungen gemacht. Aber dieses Mal war alles irgendwie ein bisschen anders, muss ich ehrlich sagen. Denn dieses Mal war wie so ein grauer Schatten darüber. Also dieses Mal war wie wirklich so ein, auch das ist möglich in Deutschland. Wir können das jetzt nicht mehr verleugnen oder nicht mehr so tun, als ob das jetzt gerade nicht mehr akut passieren wird. Und ich glaube, das hat uns alle in so eine Angstblase reingebracht. Berechtigte Angstblase. Was sind die Ursachen für rechten Terror? Ursachen für rechten Terror ist ganz klar, dass rechts sein, rassistisch sein als Kategorie durchaus operationalisiert ist, dass es klar ist, was das ist und was das nicht ist, dass aber alle sich darum rumreden und dass, wenn dann rechte Praxis zu sehen ist, dass alle so tun, als ob sie überhaupt damit nichts zu tun haben und sonst irgendwas, das Ganze aber systematisch nicht angegangen wird. Das ist ganz klar das Problem. Und das ist auch der Grund, warum all diese Netzwerke einfach nicht offengelegt sind. Ursachen für rechten Terror ist, man spricht rechts sein nicht an. So viele sind rechts, verhalten sich rechts und geben das auch nicht mal zu. Und wenn man sie anspricht, dann, ach nee, ich bin doch ein netter Mensch und überhaupt. Und kauf mein Gemüse beim Türken und ess meinen Döner beim Türken und wir sind alle gut miteinander. Ganz sicher nicht. Und das einfach institutionalisierte rechte Gewalt, das heißt rechte Gewalt innerhalb der Bundeswehr, innerhalb der Polizei, innerhalb der Justiz, innerhalb des Verfassungsschutzes, innerhalb der etablierten Parteien, aber wir müssen da nicht mal zur AfD unbedingt komplett rübergehen, sondern das reicht sich auch mal, Leute innerhalb der FDP anzugucken, innerhalb der CDU anzugucken, innerhalb der SPD anzugucken, einen gottverdammten Boris Palmer anzugucken, solche Geschichten, das sind Leute, die gehören zur Mitte und darüber müssen wir halt eben auch reden. Wie kommt es, dass trotz der Betroffenheitsbekundung von staatlicher Seite der Eindruck entsteht, dass ein echter Aufschrei ausbleibt? Naja, dadurch, dass auf der einen Seite eben ganz konkret die institutionelle Aufklärungsarbeit nicht gemacht wird, dass rechte Gewalt auch nicht ein gemeinsamer Komplex gesehen wird. Ne? Das ist ja auch nochmal das Problem. Also man teilt die Rechte in zeitliche Abstufungen ein, man teilt die Rechte in Personen und Gruppen ein und überhaupt und gibt den allen nochmal einen anderen Anstrich, aber so wirklich ganzheitlich wird das nicht angegangen. Also der Eindruck vor allem für mich als Kurdin, warum das nicht ernst genommen wird, ist, also Entschuldigung, man redet darüber, dass man irgendwie jetzt was dagegen machen will und ein Ministerium machen will irgendwie und sich um das Thema kümmern will, aber man lässt es zum Beispiel zu, dass die einzige Kategorie, über die gesprochen wird, antimuslimischer Rassismus ist. Und das stimmt einfach nicht so. So, wir hatten unter den Opfern Roma und Sinti, wir haben unter den Opfern Menschen, die ganz sicher nicht irgendwie direkt als Muslime gelesen werden. Solche anderen Kategorien werden einfach nicht mit reingebracht und das ist das Ding. Also, und gerade diese Kategorie des antimuslimischen Rassismus, die dann halt auch noch ausgenutzt wird von Thinktanks wie zum Beispiel der SETA, einem AKP-nahen Thinktank, der hier in Deutschland Forschungsarbeiten zu antimuslimischem Rassismus macht, aber ganz klar AKP-Propaganda teilt. All diese Sachen, dass man sich auf solche Netzwerke beruft, türkisch-rechte Netzwerke, die dann irgendwie so ein Repräsentationsmonopol irgendwie haben, das zeigt mir, dass sie es absolut nicht ernst meinen. Wenn man es ernst meint, dann baut man eine migrantische Vertretung, eine migrantische Selbstvertretung und Selbstverteidigung auf und beschäftigt sich mit dem Problem auf eine Art und Weise, die nicht immer einfach nur die türkisch-sunnitisch-muslimische Mehrheit in den Vordergrund stellt. So, das kann so nicht weitergehen. Deswegen habe ich das absolut nicht ernst genommen. Und ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann es einfach nicht ernst nehmen, wenn hier irgendwelche Bemühungen mit Ayman Mazik und sonst irgendwelchen Gestalten, die man auch jedes Mal zu irgendwelchen Talkshows einlädt, gemacht werden. Aber beispielsweise gerade VertreterInnen der kurdischen Vereine, VertreterInnen der kurdischen basisdiplomatischen Einrichtungen werden überhaupt nicht angefragt, werden überhaupt nicht mit einbezogen. Und das ist der Punkt, wo ich das dann absolut nicht ernst nehmen kann. Und wo ich denke, dass es absolut keinen Aufschrei gibt. Ja, der größere Zusammenhang, es gibt 209 Ermordete von rechts.
Vor Hanau gab es Halle, kurz davor Lübkes Ermordung. Solingen, da haben wir jetzt gerade den 27. Jahrestag gehabt. Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, der NSU, viele, viele Anschläge. Also es gibt eine sehr lange Liste. Also eine Ursache ist, glaube ich, dass es weiterhin in der mehrheitsdeutschen Gesellschaft eigentlich nicht wirklich anerkannt ist, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat. Also man geht so davon aus, ja, es gab eben das Dritte Reich, die Nazis, das war furchtbar, aber das ist jetzt vorbei und wir haben diese Ideologie überwunden und sind aufgeklärt, modern und demokratisch. Und in Wirklichkeit ist es eben nicht so. Vor allem ist es auch nicht so in der Gesellschaft. Und zwar da nicht nur am rechten Rand, sondern eben auch in der Mitte, was immer wieder diese Mitte-Studien zeigen, dass eben rechte Einstellungen sehr weit verbreitet sind. Andererseits ist eben auch dramatisch, dass es eben einen sehr starken strukturellen Rassismus gibt. Ja, wenn man zurückdenkt, hat eine Entnazifizierung in dem Sinne eben auch nach der NS-Zeit nicht ausreichend stattgefunden. Also viele waren weiterhin in Amt und Würde und haben weiterhin gewirkt und es hat nicht einen radikalen Bruch gegeben. Und ich denke, dass auch die Spätfolgen wir jetzt noch sehen können davon, dass sich bestimmte Strukturen eben gerade in Sicherheitsbehörden und anderen Behörden festmachen, die eben rassistisch sind. Jetzt war gerade der furchtbare rassistische Polizeimord an George Floyd. Und der hat nochmal deutlich gemacht, wie stark der strukturelle Rassismus in der Polizei in den USA ist. Das ist ja leider einer von sehr, sehr vielen Fällen, wo schwarze Menschen von der Polizei in den USA ermordet wurden. Aber in Deutschland gibt es eben auch strukturellen Rassismus. Sicher gibt es hier nicht so häufig Polizeimorde und solche Situationen wie die George Floyd erlebt hat, aber es gibt sie auch. Ein Beispiel ist Uri Jalloh. Auch er ist im Polizeigewahrsam gestorben und wahrscheinlich ermordet worden aus rassistischen Gründen. Oder es war ein Verfassungsschutzmitarbeiter bei einem der Morde des NSU anwesend. Es wurden Akten geschreddert über die NSU-Zeit, über V-Männer. Also der Staat war mit V-Männern und ja selbst mit Verfassungsschutzmitarbeitern, mit allen möglichen seltsamen Zufällen, wo man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass es alles zufällig war. Zufälle waren sehr nah an diesem NSU-Trio und hat es doch nicht aufgeklärt. Also irgendeine Form von staatlicher Verquickung ist auf jeden Fall offenbar geworden. Und man hat ja auch gesehen, wie stark der Rassismus in der Polizei ist, weil sofort im Umfeld der Menschen, der Opfer recherchiert wurde nach den möglichen Tätern und das Offensichtliche, nämlich dass es ein rechter Mord gewesen sein könnte, ausgeblendet wurde. Gerade in Zeiten von Corona haben wir das eigentlich auch nochmal bemerkt, weil da auch die vorher schon praktizierte Praxis von Racial Profiling noch verstärkt stattgefunden hat. Also vor allem Menschen, die irgendwie migrantisch ausgesehen haben, verstärkt kontrolliert wurden. Und insgesamt auch ansonsten der Rassismus in der Bevölkerung sich gesteigert hat. Und bezüglich der Polizei gab es ja auch diesen Hashtag Corona-Polizei, wo Menschen berichtet haben, gerade Menschen mit Rassismuserfahrungen, wie die Polizei gerade wieder dieses Racial Profiling vor allem vollzieht. Und wir haben auch in den letzten Monaten immer wieder gemerkt, dass es rechte Netzwerke innerhalb der Polizei gibt, innerhalb der Bundeswehr, dass irgendwelche rassistischen SMSen hin und her gegangen sind, dass es rassistische Chats gab, Äußerungen von Polizistinnen zu Polizisten, von Leuten, Menschen in der Bundeswehr. Ich meine, an der Spitze des Verfassungsschutzes, der ja eigentlich der Schutz der Grundrechte auch sein soll, war ein Chef lange Zeit der Maaßen, der sich jetzt sehr klar, sehr rechts positioniert und rassistisch positioniert und im Prinzip AfD-Einstellungen vertritt. Allein schon das zeigt ja, wie es um den strukturellen Rassismus in Sicherheitsbehörden bestellt ist, wenn sowas möglich ist. Ja, hart finde ich auch, das ist jetzt nochmal vielleicht ein bisschen anderes Thema, aber
dass in deutschen Talkshows regelmäßig Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, als Expertinnen sitzen, um über Rassismus zu sprechen. Zuletzt haben wir das jetzt wieder gesehen bei Maischberger und bei Lanz, als es um den rassistischen Polizeimord an George Floyd ging. Da saßen wieder nur weiße Menschen, die darüber gesprochen haben, aber keine einzige Person of Color oder gar eine schwarze Person, die jetzt eingeladen wurde, als Expertin befragt wurde. Dass sowas überhaupt möglich ist, finde ich wirklich unglaublich, dass von Rassismus nicht betroffene Menschen da die ganze Zeit als Expertinnen aufgeführt werden und darüber reden und die betroffen sind, gar nicht mit am Tisch sitzen. Also das zeigt eigentlich, wie wenig weit die Medienlandschaft da ist und entsprechend eben auch die Bevölkerung, weil die Medienlandschaft spiegelt eben auch das wider, was in der Bevölkerung die Situation ist. Ja, die größeren Zusammenhänge der Ereignisse von Hanau sind natürlich zum einen der antimuslimische Rassismus. Der Täter ist dort reingegangen in eine Shisha-Bar, weil er der Meinung war, er wird dort Menschen antreffen, die für ihn nicht wert sind zu leben. Insbesondere Muslime hat er aufgesucht. Beim Thema antimuslimischer Rassismus, es geht gar nicht darum, ob die Person Muslim ist oder nicht. Diese Person verbindet mit diese Form von Rassismus einen bestimmten Typ von Menschen und schert alle über einen Kamm und ist dort reingegangen, hat nicht nur Muslime umgebracht, er hat auch Christen umgebracht, vielleicht Aleviten, die sich nicht als Muslime bezeichnen, vielleicht Atheisten. Aber ihm ging es darum, diese jungen Menschen, die vielleicht Eltern haben, die aus einem muslimischen Land kommen oder aus einem Land kommen, wo man anders aussieht als ein Mitteleuropäer, und diese Menschen waren sein Ziel. Und deshalb sage ich auch immer, Bild, Spiegel und Co. haben mitgeschossen, weil über Jahrzehnte hinweg wurde dieser Rassismus in Deutschland geschürt. Sarrazin dürfen wir hierbei nicht vergessen. Oder auch Buschkowski, ein ehemaliger Bürgermeister, SPD-Bürgermeister in Neukölln, die immer wieder versucht haben, den Menschen zu erklären, warum Mitbürger, dessen Wurzeln aus bestimmten südeuropäischen oder nordafrikanischen Ländern kommen, nicht sozusagen hierher gehören. Das ist die Problematik, mit der wir heute weiterhin zu kämpfen haben. Und das ist auch die Problematik, warum die Menschen im Prinzip die AfD jetzt wählen, die halt extrem gegen Menschen hetzt. Was sind eurer Meinung nach die Ursachen für rechten Terror? Das Problem in Hanau und auch insgesamt von rechtem Terror hier in Deutschland ist, dass wir von einer Entnazifizierung nach 1945 sprechen, die es nie gegeben hat. Eine Entnazifizierung gab es nicht. Es gab Schauprozesse, aber 2 Millionen NSDAP-Mitglieder und was weiß ich, wie viele Millionen Wählerinnen und Wähler haben nicht diese faschistische Ideologie von heute auf morgen, weil sie den Krieg verloren haben, vergessen. Oder die Einstellungen daraus sind nicht irgendwie verschwunden, sondern sie lebten weiter in der neu gegründeten BRD, auch in der DDR übrigens, und haben sich sukzessiv in staatlichen Strukturen gefestigt. Wir reden immer so, als ob 1945, der 8. Mai 1945 ein Cut gewesen wäre und auf einmal wir eine ganz andere Menschen auf einmal vor uns hatten. Nein, es ging weiter und bis heute hat sich das sukzessiv verschlimmert. Die rechten Strukturen haben sich gestärkt, sind organisierter und heute sehen wir das mit einer sehr starken AfD, ein Zusammenschluss von sehr vielen Nazis, die versuchen sozusagen ihre drei Fronten, so hat es Höcke genannt, zum einen die Front auf der Straße, also so Bewegungen wie Pegida, aber auch ihre Proteste zum Hessmarsch beispielsweise, mit den politischen Arm, AfD als die Speerspitze, das heißt, es gibt noch andere Parteien, NPD, Dritter Weg etc., zusammenzuführen, und dann die dritte Front ist insbesondere im Sicherheitsapparat, im Staatsapparat, die Unzufriedenen. Wie kommt es, dass trotz der Betroffenheitsbekundungen von staatlicher Seite der Eindruck entsteht, dass ein echter Aufschrei ausbleibt? Wir haben im Prinzip ein Systemproblem. Was uns Antirassistinnen und Antifaschisten immer vorgehalten wird, dass wir, wenn wir sagen Systemproblem oder Systemchange, dass wir die demokratische Grundordnung verändern wollen. Nein, wir wollen ein Wirtschaftssystem, das Profite von Menschen stellt,
und Rassismus insbesondere auch benötigt, um eine Hierarchie zu schaffen und innerhalb der Menschen und dadurch halt, um dadurch halt funktionieren zu können. Das wollen wir abschaffen. Und ich denke mir, das ist ein Stück weit das Problem, was wir mit der staatlichen Seite haben, dass sozusagen der gesamte Apparat funktionieren muss, auch wenn es so eine Taten gibt und diese Betroffenheitsbekundungen dann stattfinden, aber man weiter in diesem Konstrukt dann arbeiten und im Prinzip in ihrem Alltag zurückkehren und sehr schnell vergessen wird, was passiert ist. Ich finde, der Zusammenhang ist eigentlich eindeutig. Also wenn man sich anguckt, was die letzten Jahre hier passiert ist in Deutschland, die NSU-Morde, der Fall von Walter Lübcke, der Anschlag in Halle, dann der Anschlag in Hanau. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Jahre. Es ist einfach erschütternd, dass all das passieren kann. Die Pegida stärker wurde, die AfD stärker wurde, sich überhaupt bilden konnte. Das zeigt eigentlich nur, dass zu wenig Aufklärungsarbeit immer noch herrscht, zu wenig aufgearbeitet wird, zu wenig Antirassismusarbeit gemacht wird und dass die deutsche Politik auf dem rechten Auge einfach weiterhin blind bleibt. Der Anschlag in Hanau zeigt, dass rechtsradikales Gedankengut, wie es in den radikalen Kreisen wie der NSU Verbindung existiert, noch immer zu Präsenz in Deutschland ist, wenn nicht sogar immer präsenter wird. Ursache für rechte Terror liegen oft in der wirtschaftlichen Lage der Terroristen oder in einer Radikalisierung, die damit begonnen hat, dass man in der Vergangenheit Gesellschaft oder Identität gesucht hat, dass man mit solch menschenfeindlichen Ideologien keine Erfolge im großen Zusammenhang erzielt, sollte man spätestens aus dem letzten Jahrhundert gelernt haben. Aber zu oft reißt der Wir-gegen-Sie-Gedanken. Ein echter Aufschrei gegen solche Terror ist heutzutage schwierig. Sobald eine Thematik nicht mehr als tagesaktuell gilt, schwindet sie aus dem Verstand, was bei der Masse an Medien und Informationen in rasanter Zeit passt. Auch deswegen ist es schwieriger, Menschen für gute Zwecke zu kollektivieren. Und jetzt zur Frage, in welchen großen Zusammenhang sind die Ereignisse von Hanau zu stellen? Es ist irgendwie ganz klar, dass Behörden, wie es heißt, auf dem rechten Auge blind sind, wobei ich ungern davon spreche, dass irgendwas auf einem Auge blind ist, weil ne, irgendwie für Blindheit können blinde Menschen zum Beispiel nichts und ich würde eher von Ignoranz sprechen und voll von Fehleinschätzungen und eben des Nichtstuns, Nichtreagierens und ja, also es reiht sich einfach nur ein in alle Ereignisse, die mit dem rechten Terror in Hessen zu tun haben, die Konjunktur hatten. Und natürlich auch ist ein weiterer großer Zusammenhang eben die Kriminalisierung von Shisha-Bars und diesen Treffpunkten meist migrantischer beziehungsweise migrantisierter Communities, dass diese eben zum Problem gemacht werden, stigmatisiert werden seitens von zum Beispiel irgendwie AfD oder Parteien auch wie der FDP, dass diese kriminalisiert werden und dass durch Razzien schikaniert werden. Das wäre so ein großer Zusammenhang. Was sind unserer Meinung nach die Ursachen für rechten Terror? Die Ursachen für rechten Terror zu ermitteln, finde ich schwierig, weil es schnell dazu einlädt, das auf eine individuelle Ebene zu reduzieren. Also so, ja, wenn so eine Tat wie in Hanau für viele Menschen so unbegreiflich scheint, dann neigen viele, das Motiv eben damit zu erklären, dass der Täter verwirrt war, eine schwere Kindheit hatte und so weiter. Und mich und uns interessiert hingegen der breitere Rahmen, also die strukturelle beziehungsweise ja, die gesellschaftliche Ebene. Also warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass sich diese Feindbilder aufgebaut haben? Wer hat
diese Feindbilder kreiert? Warum hat das Festhalten an solche Bilder so eine Attraktivität? Aber vor allem, warum hat sich ihm niemand entgegengestellt oder ihm im Laufe seines Lebens gesagt, du, pass mal auf, das, was du hier gerade sagst oder postest, ist rassistisch und damit eben nicht okay? Dass man sich schon bereits die Anfänge anschaut und etwas dagegen tut und was sagt. Und natürlich ein weites Feld sind eben Institutionen und Behörden, von denen aus ständig Signale gesendet werden. Rassistinnen in Behörden, Polizistinnen kommen in 97% der Fälle davon. Und das alles ist nicht nur Nährboden, sondern wiegt die Menschen auch in eine gewisse Sicherheit, womit sie dann eben ihre Tat legitimieren können. Das war Teil 1 der Sendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland im Rahmen von Iltissen Bermudas. Teil 2 wird am 21. Juli im Bermudafunk zu hören sein. Hier fragen wir Atish Dastan, Elif Ferrat, Vicky, Gian und Kerim nach ihren Erfahrungen mit Alltagsrassismus und wir fragen, was sie sich von nicht-migrantischen Menschen erhoffen. Herzlich willkommen bei Iltissen Bermudas im Bermudafunk. Heute mit Teil 2 der Doppelsendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wir trauern um die Menschen, die in Hanau dem rechten Terror zu Opfer gefallen sind und stehen an ihrer Seite. So oder so ähnlich lautete die erste Reaktion vieler Stimmen aus der deutschen Zivilgesellschaft. Wer aber ist wirklich vom rechten Terror in Deutschland betroffen? Was sind seine Ursachen und was kann und muss auf die Beileidsbekundungen folgen? Diese Ausgabe von Iltis in Bermudas möchten wir von Rassismus betroffenen Menschen übergeben und fragen, wie sie Hanau und die nachfolgenden Ereignisse erlebt haben und welche Hoffnungen und Erwartungen sie an nicht-migrantische Menschen richten. Mit dabei sind Atish Gürbiner, Landesvorsitzender von Die Linke Bayern, die Politikwissenschaftlerin Dastan Yasim, die Juristin und Linkskanaks-Gründerin Elif Eralp, Ferhat Ali Kocak, besser bekannt als der Neuköllner, Vicky von Welcome United und Kerim Kurt, der im kurdischen Gemeinschaftszentrum Mannheim-Ludwigshafen aktiv ist. In der vorigen Sendung haben wir alle Beteiligten nach ihren Erlebnissen rund um den Anschlag in Hanau befragt und sie um ihre Einschätzungen zu rechtem Terror gebeten. Heute fragen wir, was sind eure Erfahrungen mit Alltagsrassismus und habt ihr auch positive Solidarisierungserfahrungen gemacht? Und welche Rolle spielen von migrantischer Kultur geprägte Orte wie Shisha-Bars? Es sprechen zuerst Atish Gürpina, Dastan Yasim und Elif Eralp. Ich sag's mal blöd, mir sieht man es nicht wirklich an oder nur nicht direkt an, ob ich jetzt aus Deutschland komme, ursprünglich aus Deutschland komme, meine Eltern und Großeltern aus Deutschland kommen oder nicht. Das war früher ein bisschen anders, vor allem erkennt man es bei mir beim Namen und das sind die Sachen, die es mir immer schwer gemacht haben. Zum Beispiel bei der Wohnungssuche in München, wo ich natürlich mit dem Namen, dass das für mich fast unmöglich gemacht hat, Wohnungen zu finden. Die ersten 2 Jahre waren von, ich glaube, 5 Umzügen geprägt, weil ich bei bekannten Freundinnen und Freunden untergekommen bin und eben es nicht geschafft habe, dauerhaft eine Wohnung zu finden. Das ist einfach das einfachste Beispiel. Hört aber nicht auf mit Besuchen früher in Clubs und Diskotheken, wo man einfach nicht reinkommt, wenn man anders aussieht. Das ist sozusagen die offensichtlichsten Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Die Menschen, die sich mit mir solidarisieren, dem Volk, deswegen muss man das auch immer wieder benennen, dem geht eine Verwunderung voraus. Also selbst beste Freundinnen und Freunde haben das nicht wirklich gewusst, bevor ich es ihnen nicht mal deutlich gemacht habe, dass es einen Alltagsrassismus überhaupt gibt. Und die Konsequenz war, zumindest bei meinen Bekannten und Freundinnen und Freunden, natürlich immer eine Solidarisierung. Oder ja, doch so gut wie immer eine Solidarisierung. Da habe ich eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht in meinem Umfeld. Aber sie müssen es eben wissen und sie wissen es eben als selbst nicht-migrantische Menschen eben nicht. Also meine Erfahrung mit Alltagsrassismus, ja, meine Güte, also wenn ich da jetzt anfange, ne, Haufen Kram, ich weiß da nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt, aber ich kann einfach nur sagen, ich bin in einer Intersektion aus deutschem und türkischem Rassismus vor allem groß geworden, was mich sehr geprägt hat. Ich sehe beides als gleich schlimm an, was mir auch keine Freunde bereitet und was mir auch nicht sonderlich viel antirassistische Solidarität gibt. Aber das ist mir jetzt auch egal. Der deutsche Alltagsrassismus, ja. Alltagsrassismus, der
summa summarum mich dazu bringt, jetzt im Alter von 26 Jahren als eine in Deutschland geborene ganz offen zu sagen, dass ich nicht deutsch bin, fühle mich nicht deutsch. Deutsch sein ist für mich in dem, was ich gerade bin, auf dem Papier bin, es ist nichts als eine institutionelle Kategorie. Ich fühle mich nicht als Teil von Deutschland. Ich denke, Deutschland braucht mich nicht, ich brauche Deutschland nicht. Und das ist für mich klar. Und deswegen sitze ich hier in der Heimat meiner Eltern und bereite mein längerfristiges Leben hier vor, weil ich soweit abgeschlossen habe mit Deutschland. Also ich habe das auch für mich selber so erkannt, dass, also auch selber in meinem Privatleben, wenn ich rausgehe, ich gehe kaum in Clubs oder Bars oder Ecken, wo es einfach nicht migrantisch ist. Und wo es einfach so super weiß ist. Also ich weiß nicht, sogar wenn ich in den Jungbusch gehe, wenn ich das aufteilen würde, in welche Orte ich gehe und wo nicht, ist es klar, dass eher die migrantischen Orte sind, wo ich hingehe, weil ich mich da einfach wohler fühle. Ich mag die Blicke nicht, die man dann einfach nach einer Weile kriegt. Ich mag die Blicke nicht, wenn man einfach einen guten Abend hat. Das sind auch so deutsche Verhaltensweisen einfach. Du hast einfach einen guten Abend, du hast Spaß, du lachst. Und irgendwie sind alle so beschäftigt damit, sich damit gut zu fühlen, irgendwie so menschliche Roboter zu sein. Ich kann damit kulturell nichts ab und ich kann damit auch so von meinem Freizeitleben nicht ab und bin deswegen immer, immer eher an migrantischen Orten und bin da einfach glücklicher. Und ja, es war ein komisches Gefühl, nach Hanau wieder in eine Shisha-Bar zu gehen. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich in der Shisha-Bar war, in Deutschland war, bevor ich hier nach Kurdistan gekommen bin, Ende Februar. Und dann saß ich mit meiner Freundin und meine Freundin hat gesagt, ach Mensch, scheiße das dann, die sollten eigentlich echt Angst haben, hier zu sitzen und so. Haben so ein bisschen rumgespaßt irgendwie so. Ja, ich verstecke mich unterm Tisch, wenn was passiert, bla bla. Aber dann habe ich sie so angeguckt und habe gemeint, naja, mach dir keine Sorgen, das nächste Thema wird wahrscheinlich eher Corona sein als rechter Rassismus. Und so ist es gerade auch. Im Endeffekt. Weswegen ich auch froh bin, dass wir trotzdem noch jetzt die Gelegenheit nutzen, über Rassismus zu reden. Was sind meine Erfahrungen mit Alltagsrassismus? Meine Erfahrungen mit Alltagsrassismus sind ehrlich gesagt vielfältig. Das geht vom harmlosen, oh, wie gut sprechen Sie Deutsch. Das habe ich sogar in linken Kreisen schon gehört. Oder unfreundlichen Blicken in deutschen Provinzen, wenn ich mit meiner Familie Türkisch spreche. Bis hin zu, sie knallen so mit den Türen, weil da, wo sie herkommen, die Leute in Zelten leben. Oder hier stinkt's nach Knoblauch von einer Krankenschwester, die reinkam, als meine Familie mich gerade im Krankenhaus besuchte. Oder wenn ich zurückdenke an meine Jugend, fragen, wie, warum trägst du kein Kopftuch? Oder erlauben deine Brüder, dass du jetzt noch draußen bist? Ja, solche Dinge. Und ansonsten habe ich auch schon Türken-Rausschreie gehört bei irgendwelchen Aktionen, die wir zum Beispiel gemacht haben als Migranten-Selbstorganisation. Das war jetzt eine Aktion zum Beispiel im Berliner Ensemble gegen Sarrazin und seine rassistischen Thesen. Ja, ansonsten das eher nervige, aber harmlose. Wo kommen Sie denn her? Aus Hamburg? Nein, ich meine, wo kommen Sie denn ursprünglich her? Naja, aber wie gesagt, das ist eine ganz, ganz harmlose Variante, die aber sehr nervig ist, weil sie sehr, sehr häufig vorkommt. Ja, wie gesagt, da sind die Erfahrungen vielfältig. Wenn ich drüber nachdenke, fallen mir sicher noch viele, viele andere Beispiele ein. Aber dann sind da noch die rassistischen Diskurse, die eben Orte und Menschen markieren, so wie eben damals die sogenannte Asyldebatte in den 90ern im Zusammenhang mit den Anschlägen von Mölln und Solingen, Rostock, Hoyerswerda und zu sehen sind. Also gerade diese damalige Asyldebatte und solche Debatten ermutigen eben auch Täter und Täterinnen sozusagen zur Tat zu schreiten. Und sie finden ein Klima vor, in dem sie das Gefühl haben, dass das gesellschaftlich nicht so stark verurteilt wird. Ja, und das sind eben auch heutige Debatten um Shisha-Bars und um sogenannte Clans. Also das ermutigt eben Täter auch, genau solche migrantische Orte aufzusuchen und dort solche Anschläge zu verüben. Also hier in Berlin-Neukölln gibt es schon seit langer Zeit immer diese rassistisch konnotierte Clan-Debatte.
wo dann Shisha-Bars als Orte der Kriminalität markiert werden. Und hier ja auch so das letztendlich auch zur Folge hatte. Und da bin ich mir sicher, dass dieser Diskurs auch dazu geführt hat, dass verschiedene Orte angegriffen wurden, rassistisch beschmiert wurden, Steine reingeschmissen wurden. Und ja, die Shisha-Bar, was das bedeutet für die migrantischen Communities, war auch noch eine Frage. Also hier gehen gerade junge Leute hin, die eben ansonsten in Bars oder Clubs ausgegrenzt werden, die nicht reingelassen werden. Und diese Shisha-Bars sind ein wichtiger Treff und ein Spannungsort eben für migrantische Kultur. Und es ist daher wichtig, dass eben auch andere diese Orte aufsuchen. Also nach Hanau haben das auch viele Linke getan, um sich solidarisch zu zeigen. Das sollte viel mehr passieren, dass eben auch andere nicht-migrantische Menschen eben Orte aufsuchen, die von migrantischer Kultur geprägt sind, weil die eben besonders Rassismus ausgesetzt sind und eben auch in Gefahr stehen, dass dort Anschläge verübt werden. Das wäre schon meine Erwartung. Iltis in Bermudas heute mit Folge 2 der Doppelsendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wir haben nach Erfahrungen mit Alltagsrassismus gefragt, nach Solidarisierungserfahrungen und danach, welche Rolle migrantisch geprägte Orte wie Shisha-Bars für migrantische Communities spielen. Es antworten im Folgenden Ferhat Ali Korjak, Kerim Kurt und Vicky von Welcome United. Was sind deine Erfahrungen mit Alltagsrassismus? Oh, krass viele. Also ich fange mal mit Racial Profiling an, wenn ich mit dem Auto fahre und angehalten werde und kontrolliert werde, bis hin zu, dass ich als junger Mensch mit Migrationshintergrund oder wie man es nennen mag, mit Freunden in ein Kaufhaus gehe und gleich die Security uns hinterherläuft, weil sie denken, dass wir was klauen würden. Über Themen wie beispielsweise Benachteiligung bei Behördengängen, auf dem Wohnungsmarkt, aber auch gefühlt die Benachteiligung, wenn man Jobs sucht und im Prinzip eigentlich jeder von so Anonymbewerbungen spricht, aber im Endeffekt dann doch alle ein Bild oder einen Namen zumindest haben wollen und dann eigentlich weitestgehend eine gewisse Subjektivität entsteht und dann ein, ich sag's mal, Dieter dann bessere Chancen hat auf einen Job bei den gelben Qualifikationen als ein Ali. Das ist ja auch statistisch nachgewiesen. Ja, ich erlebe Alltagsrassismus im Prinzip jeden Tag in meinem Alltag. Es gibt Menschen, die damit schlimmer konfrontiert werden oder häufiger. Vor allem aktuell sehr stark bei Frauen mit Kopftüchern, die sehr stark auch in Berlin immer wieder Angriffen ausgesetzt sind. Geflüchtete, Menschen, die vielleicht sich auf Deutsch noch nicht so gut artikulieren können, wie manch einer, der hier geboren und aufgewachsen ist. Ja, also ich merke auch, dass ich immer sehr schnell versuche, wenn wir schon jetzt bei der Sprache sind, sehr schnell einen zusammenhängenden Satz nach außen zu tragen, damit die Person auch mich einordnen kann. Also um halt vielleicht Rassismus von vornherein abzuwehren. Also da halt auch projiziere ich das, was in meinem Kopf durchgeht. Ja, die Person denkt, ich kann besser Deutsch, also bin ich in Anführungsstrichen für diese Person doch in einer ganz anderen Kategorie als beispielsweise ein Geflüchteter, der noch gar kein Deutsch kann. Aber wir dürfen beim Rassismus nicht nur nach rechts schauen. Ich war letztens auf einer Kundgebung zu Gedenken eines Betroffenen von rechtem Terror und ich habe da meine Rede gehalten und dann kam eine Person, die auch aus dem antifaschistischen Spektrum anscheinend war und hat mir gratuliert und gesagt, ey, die beste Rede. Und dann kam der Zusatz, du hast besser gesprochen als die Muttersprachler. Ich habe es erstmal nur positiv aufgenommen, weil ich wusste, die Person will es positiv sagen. Aber natürlich ging mir durch meinen Kopf das, was dann jemand gesagt hat, der neben mir stand. Er ist doch Muttersprachler. Aber da sehen wir schon sozusagen, wo der Rassismus anfängt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, sogar von Rassismus Betroffene können rassistisch sein oder haben rassistische Vorurteile und müssen an sich arbeiten. Das bespreche ich insbesondere, wenn ich mit Jüngeren zum Thema Antirassismus diskutiere, dass ich versuche, denen klarzumachen,
dass Rassismus nicht nur etwas ist, was man selbst erlebt, sondern was man auch zurückprojiziert. Das ist wichtig, dass wir an uns selbst auch arbeiten. Jeder Einzelne ist nicht nur beim Rassismus so, ist auch beim Sexismus, beim Thema Homophobie, bei verschiedensten Bereichen so. Hast du auch positive Solidarisierungserfahrungen gemacht? Sehr viele. Vor allem nach dem Anschlag auf mich und meine Familie war die Solidarität extrem. Ohne diese Solidarität hätte ich wahrscheinlich die Zeit nicht überstehen können und wäre heute nicht so aktiv, wie ich bin. Insbesondere viele Freundinnen und Freunde aus antifaschistischen Gruppen, aus der Politik, von den interventionistischen Linken, aus Migrantenverbänden, aber auch aus der Nachbarschaft. Und das ist schon wichtig. Diese Solidarität brauchen Menschen, die von rechtem Terror oder von Rassismus betroffen sind. Auch wenn es nur auf der Straße, nur auf der Straße ist, wenn jemand angepöbelt wird, rassistisch beleidigt wird, ist es wichtig. Diese Solidarität gibt einem Kraft und gibt einem auch Kraft, um das dann auch später persönlich zu verarbeiten. Wir sind schon so weit, dass wir rassistische Pöbeleien, rassistische Markierungen, rassistische verbale Angriffe mit nur bezeichnen, weil Menschen immer noch in diesem Land sterben. Und finde ich sogar schade, dass ich da schon so weit bin, dass ich das mit nur betitle. Von Kommunen werden migrantische Orte wie Shisha-Bars oder von migrantischen Inhabern geführte Kneipen häufig in ein Zwielicht gerückt. Auch in Mannheim ist das passiert. Welche Orte spielen diese Orte für die migrantische Community? Wir haben in Neukölln genau dasselbe Problem. Hier gibt es eine Kriminalisierung von Shisha-Bars unter dem Motto oder Slogan: Wir bekämpfen die Clan-Kriminalität. Werden hier ständig Razzien gemacht und medial auch sehr stark begleitet. Also es ist meistens eine PR-Kampagne unseres SPD-Bürgermeisters und des SPD-Innensenators, der hier sozusagen durch die Schikane auf Gewerbetreibende versucht, auf sich das Licht zu ziehen und zu zeigen, ey, ich tue was gegen Kriminalität. Und genau, diese Shisha-Bar-Razzien betreffen aber nicht nur die Kriminalitätsbekämpfung, denn das, was ich dem Bürgermeister immer vorhalte, ist, wenn er Kriminalität bekämpfen will, bitteschön, aber nicht als PR-Kampagne und nicht indem er dabei auch zahlreiche andere Menschen, die in diesen Bars und Cafés sind, mitterrorisiert, plus dann auch noch alle unter Generalverdacht stellt. Also das, was dabei kommuniziert wird, ist, die Menschen, die in diese Shisha-Bars gehen, die Menschen, die so aussehen, sind alle kriminell. Und das ist das, was dann bei den rechten Tätern, aber auch in der Mitte der Gesellschaft ankommt. So passiert das dann, dass wie bei der Tat in Hanau, es kein Zufall ist, dass er in die Shisha-Bar reingelaufen ist. Und genau hier müssen wir halt differenzierter betrachten. Diese Shisha-Bars sind Orte der Zusammenkunft. Meine Cousins sind in Shisha-Bars. Und auch bei einem der Razzien hier mussten sie halt sich auf den Boden legen, haben mir erzählt, wie Polizeibeamte mit Maschinengewehren da reingekommen sind. Die dachten sich, dass die überleben das nicht. Und sowas prägt die Community, sowas prägt diese Kinder, diese Menschen. Ihr könnt euch vorstellen, was das mit einem 15-, 16-Jährigen macht und wie seine Einstellung dann in Zukunft sein wird zum Staat insgesamt. Und deshalb müssen wir hier solidarisch an der Seite der Menschen sein, die insbesondere in diesen Orten leben, wo diese Schikane stattfindet, aber auch mit den Menschen, die Besitzer dieser Läden, die zum Teil halt denen auch nichts vorgeworfen werden kann, außer irgendwelche Tabaksorten, die nicht versteuert sind. Also nichts gegen Kriminalitätsbekämpfung, aber das, was gemacht wird, ist rassistisch, ist Schikane und genau trifft weitaus mehr Menschen als die Politikerinnen und Politiker und auch die Sicherheitsbeamten eigentlich im Endeffekt immer wieder sagen, wen sie versuchen zu treffen. Und zwar, dann hat man halt in Berlin 5 Familien, die einen bestimmten Nachnamen haben und schon sind alle aus diesen Familien kriminell. Mit mir hat einer gesprochen, der auch so einen Nachnamen hat, der meinte, ey, ich arbeite hier und da, zahle meine Steuern, mein Kind wird aber in der Schule als Clan-Kind bezeichnet.
ich meine, das ist Grundschule übrigens, und das finde ich schon richtig krass, dass es so weit geht, dass Menschen einfach der Schikane des Staates ausgesetzt sind und dann auch noch außerhalb dann diesen Ruf genießen, böse Menschen zu sein. Trotz der harten Bemühungen um eine echte Integration bemerke ich als Migrant häufiger Inakzeptanz. Diese äußert sich vor allem nonverbal, gelegentlich auch verbal. Viele Kurden beispielsweise sind diese willkürliche Inakzeptanz leid. Aus ihrer Heimat fliehen sie, da ihnen dort Gewalt droht. In der neuen Heimat angekommen, erfahren sie trotzdem noch keine Akzeptanz. Durch solche Taten verlieren viele Migranten die Motivation an der Integration und Rechten schaffen sich damit ihre eigenen Feind. Zur Frage, was sind eure Erfahrungen mit Alltagsrassismus? Ich mag den Begriff Alltagsrassismus nicht, weil zum einen einfach für viele Menschen Rassismus Alltag ist und zum anderen Rassismus als etwas verstanden wird, was interpersonell stattfindet, also sprich zwischen zwei Menschen, sei es im Bus oder auf der Straße, im öffentlichen Raum. Und dabei ist Rassismus eben strukturell in unserer Gesellschaft verankert. Sprich, ohne Rassismus, und ich würde das ausweiten auch, also ohne Sexismus, Ableismus, Antisemitismus, Homofeindlichkeit und all die ganzen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und ganz groß auch Kapitalismus, also dass sozusagen ohne diese ganzen Ismen die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, wie sie hier und heute ist, sie würde so nicht existieren. Und sie wäre meiner Meinung nach eine grundlegend andere. Und so bewegen wir uns eben viel zu oft in Debatten um Rassismus immer in diesem Loop, wo es darum geht, er oder sie hat was Rassistisches gesagt, dann wird das in der Regel geleugnet, vielleicht distanziert sich hier oder da mal jemand von irgendwem oder irgendwas. Und es kommt absolut nicht an das ran, welche Ausmaße Rassismus eben hat. Und dass es dann nochmal ein ganzes Stück komplizierter wird, wenn Betroffene von Rassismus auch unterschiedlich von Rassismus betroffen sind. Also sprich durch Entrechtung bis hin zum Sterben lassen im Mittelmeer. Zur Frage, habt ihr auch positive Solidarisierungserfahrungen gemacht? Wir unterstützen uns untereinander in unseren Gruppen und es ist immer wieder wichtig, dass wir uns Raum dafür nehmen, zu trauern, wütend zu sein, darüber zu sprechen, Kräfte zu sammeln und uns zu bestärken. Und es ist schön, immer wieder zu sehen, dass an jedem 19. eines Monats oder in Abständen von mehreren Wochen Leute vor allem online den Ermordeten gedenken oder mit Bildern, mit Plakaten, mit den Namen. Genau, indem sie eben diese Namen posten und dafür sorgen, dass die Namen nicht vergessen werden. Und jetzt gibt es diesen Raum in Hanau am Heumarkt, genau am Tatort, wo eben versucht wird, die Erinnerung lebendig zu halten. Und erst durch Spenden und Engagement von einigen wenigen kam es überhaupt zustande. Und eben auch die Initiative 19. Februar hat sich da daraus gegründet und fordert eben Aufklärung und Gerechtigkeit. Zur Frage, welche Rolle spielen diese Orte, also so Orte wie Shisha-Bars für migrantische Communities? Orte wie Shisha-Bars sind für migrantische Communities vor allem ja Rückzugsorte. Also wenn sie am 5. Club von den Türstehern abgewiesen wurden, trifft man sich halt eben in der nächsten Shisha-Bar, weil es dort scheißegal ist, ob du schwarz bist oder einen Bart hast oder sonst irgendwie nicht ins Bild der weiß-deutsch geprägten Mehrheitsgesellschaft passt. Und diese Orte sind ein Stück weit eben Safe Spaces für viele, an denen man in Anführungsstrichen unter sich ist. Herzlich willkommen zurück bei Iltis in Bermudas, heute mit Teil 2 der Doppelsendung Rechter Terror
und Rassismus in Deutschland. Wir sprechen mit Atış Gürpınar, Dastan Yasim, Elif Eral, Ferhat Ali Kozak, Vicky und Kerim über Rassismus in Deutschland und wichtige Orte für migrantische Communities. Im Folgenden haben wir gefragt, was erwartet und erhofft ihr euch von nicht-migrantischen Menschen? Erwartungen und Pläne, naja, also grundsätzlich muss sich etwas grundlegend ändern. Es darf beim Bedauern nicht aufhören. Es darf nicht beim Abwiegeln bleiben. Wir müssen rechte Terrortaten als das bezeichnen, was sie sind. Jemand kann eben verrückt sein und rechts sein. Ich finde sogar persönlich, dass es relativ oft miteinander einhergeht. Und wir müssen erkennen, dass es aus der Mitte herauskommt. Wir dürfen den Konservativen, aber auch den marktradikalen Neoliberalen nicht die Entschuldigung lassen, dass sie damit nichts zu tun hätten. Das beste Beispiel war ja kürzlich die Koalition, die kurzfristige zwischen FDP, CDU und AfD bei der Wahl in Thüringen. Und was mich hoffen lässt, ist die Solidarisierung in Deutschland mit Black Lives Matters, mit Menschen, die selbst migrantisch sind, wo eben nicht weiße Menschen sich da in den Vordergrund rücken und rücken können. Das müssen wir unterstützen und hoffen, dass daraus tatsächlich eine wirkliche Reaktion, ein wirkliches Handeln entsteht. Was erwartest und erhoffst du dir von nicht-migrantischen Menschen? Keine Ahnung. Also ich weiß, dass es politisch problematisch ist, dass ich diesen Eindruck gerade gebe, aber ich bin tatsächlich resigniert. Also ich bin komplett resigniert. Sonst würde ich nicht meine Auswanderung planen. Sonst würde ich nicht mein Leben in der Heimat meiner Eltern planen. Ein Privileg, was ich habe, was viele nicht haben, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können, weil dort weiterhin Krieg herrscht, weil sie keine Papiere haben, etc. pp. Darüber bin ich mir sehr bewusst. Aber ich will das nur sagen aus der Sicht von... Also das ist mein Approach an die Sache. Das ist mein Ansatz so ein bisschen. Ich habe damit aufgegeben, was man machen kann. Ja, okay, man kann super viele Aktionen machen und super viel Kram machen und sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, wie unfähig wiederholt nicht-migrantische GenossInnen, vor allem in der deutschen Linken, dazu gewesen sind, ihren eigenen Rassismus zu hinterfragen. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja komm, also ihr habt ja nicht mal Bock, das bei euch selber zu hinterfragen, dann lasst es einfach gut sein. Dann könnt ihr noch so viele nette Aktionen und Transpis malen und weiß der Geier was und Flyer Design und Flyer-Aktion und schwarzer Block und leck mich am Arsch. Wenn das über diese Szenearbeit nicht hinausgeht, wenn das nicht wirkliche Selbstreflexion wird, wenn das nicht wirkliche Selbstreflexion rassistischer und auch nicht nur rassistischer, sondern ableistischer, homophober und aller weiterer unterdrückender Strukturen ist, die man in sich selber hat. Wenn das nicht mit einhergeht, dann ist politischer Aktivismus halt einfach nur eine Hülle. Und ich sehe gerade nicht so viel Hoffnung dafür, ehrlich gesagt. Was in den kommenden Wochen geplant? Ja, für mich ist geplant, dass ich hier erstmal in Kurdistan bleibe. Ich genieße die Zeit hier. Ich denke absolut nicht, ich will auch gerade nicht an Deutschland denken. Deutsche Nachrichten verfolgen macht mich einfach, ehrlich gesagt, krank. Ich bin an einem Punkt, wo es mir einfach nur weh tut. Ob es rechte Nachrichten sind, ob es irgendwelche Verschwörungsarmans sind, die irgendwie tanzend gegen Corona kämpfen. Das ist alles so ein Scheiß, wo ich mir denke, also, weißt du, ich bin hier wirklich in einer Situation, wo es, also ich habe hier jeden Tag, ich habe hier mit Flucht zu tun, ich habe hier mit Armut zu tun, ich habe hier mit Ungerechtigkeit zu tun, ich habe hier mit Krieg zu tun, ich habe hier mit Terrorismus zu tun, ich habe hier mit fremden militärischen Invasionen zu tun. Weiß der Geier was. Und gerade in den letzten Wochen der Corona-Krise hat es Kurdistan echt hinbekommen, dass sich alle mal hinsetzen und sich darum kümmern, dass sie fürs Allgemeinwohl sich einfach mal zusammenreißen und dafür sorgen, dass hier nicht irgendwie eine Quadrillion Leute an diesem verdammten Virus sterben. Und wenn ich mir angucke, dass in diesem Rahmen Leute zu so einer Vernunft fähig sind, aber in so einem privilegierten Rahmen wie in Deutschland Leute nicht dazu fähig sind, kollektiv zu denken, mit ein bisschen Verantwortung, mit ein bisschen gesellschaftlicher Verantwortung zu denken, dann denke ich mir so, nee, dann investiere ich meine Zeit lieber hier, wo es Probleme gibt. Ja, es gibt Probleme, aber es gibt viel Potenzial, sehr, sehr viel Potenzial. Und deswegen, das ist für mich meine Entscheidung.
Was erwarten wir von nicht-migrantischen Menschen? Also ich denke, wichtig ist, dass eben Rassismus alle als gemeinsames Problem der mehrheitsdeutschen Gesellschaft begreifen und sich im Kampf dagegen einbringen. Und zwar eben nicht nur gegen Nazis und nicht nur gegen die extreme Rechte, sondern auch gegen Rassismus der Mitte, gegen den Alltagsrassismus und vor allem auch gegen den strukturellen Rassismus in allen Einrichtungen, gegen den strukturellen Rassismus durch Gesetzgebung. Das ist wichtig. Und dazu sind eben Kampagnen und Aktionen wichtig für Bleiberecht für alle, für Wahlrecht für alle, für mehr Repräsentanz von rassismusbetroffenen Personen, von Migrantinnen, von Black People and People of Color auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Wichtig ist, dass praktische Solidarität gezeigt wird und gemeinsame politische Praxis. Also das findet auch viel statt, aber das muss auch eben noch mehr werden. Also häufig gibt es Aktionen von rassismusbetroffenen dominierten, also von antirassistischen Gruppen, die eher von rassismusbetroffenen Personen sind, und antifaschistischen Gruppen, wo nicht so viele Menschen mit Rassismuserfahrung sind. Und ich denke, da müssen wir mehr zusammenkommen. Also Antira- und Antifa-Gruppen müssen noch stärker zusammenarbeiten. Das findet ja auch schon statt. Also zum Beispiel jetzt am 14. Juni in Berlin, aber auch in Leipzig findet eine Unteilbar-Menschenkette statt, wo zum Beispiel auch das Aktionsbündnis Antirassismus mitmacht, von dem ich vorhin erzählt habe. Und das ist zum Beispiel so ein Ort, wo eben auch diese Zusammenhalt existiert. Das Bündnis hat sich im Anschluss an Hanau gebildet und dort sind vor allem migrantische Personen und Organisationen aktiv. Aber es ist eben offen für alle und sich hier einzubringen wäre wichtig. Und dann hat sich vielerorts ja sich zum Zweck des Selbstschutzes Migrantifa-Gruppen gebildet. Und auch hier ist eine Unterstützung wichtig. Ja, ich denke, wir müssen weiter klar machen, dass Rassismus und auch Rechtsterror ein massives Problem in Deutschland sind und die Behörden eben oft auf dem rechten Auge blind sind. Wir sollten ja neben diesen ganzen gemeinsamen Aktionen gemeinsam Forderungen vertreten und gemeinsame Begegnungsorte schaffen. Und ja, die Entwaffnung aller Nazis und Reichsbürger ist natürlich auch eine total wichtige Forderung, wo wir Druck machen müssen gemeinsam. Und zwar müssen wir diesen Druck machen, gemeinsam auf der Straße, aber auch da, wo wir sind, in allen Einrichtungen. Also wenn wir Kinder in der Kita haben oder in der Schule und da gibt es rassistische Vorfälle und die gibt es, da müssen wir unsere Stimme erheben und Druck machen, dass das nicht sein kann. Am Arbeitsplatz, in den Betrieben, die Gewerkschaften spielen da auch eine wichtige Rolle. Die werden ja auch zum Teil gekapert von der AfD und da müssen wir mobil machen. Also in allen Bereichen eigentlich des gesellschaftlichen Lebens. Ein großes Problemfeld bleibt, wie gesagt, der strukturelle Rassismus in den Sicherheitsbehörden und in den staatlichen Einrichtungen. Und da müssen wir eben Druck machen. Und auch Druck machen auf die Parteien, auf die progressiven Parteien, dass sie sich da stärker einsetzen und wirklich Änderungen vornehmen. Also hier in Berlin ist immer noch kein Untersuchungsausschuss zur rechten Gewalt eingerichtet worden, obwohl das total wichtig wäre, weil es hier in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen klar geworden ist. Also dass es eben ja wahrscheinlich rechte Netzwerke gibt in der Polizei und auf jeden Fall rassistische Personen. Und das gab es im Zusammenhang mit den linken Hausbesetzungen und irgendwelchen Listen, die da bei der Polizei geführt wurden. Aber das ist auch ganz klar bei der Neuköllner Anschlagsserie. Hier ist seit Jahren, da gibt es keine Ermittlungsergebnisse. Betroffene wurden nicht gewarnt, obwohl vorab eigentlich bekannt war, dass sie ein Anschlagsziel sein könnten. Also da kommen immer mehr Details raus und es gibt auch Verbindungen nach Berlin bezüglich Verfassungsschutz und NSU, die nicht hinreichend aufgeklärt sind. Also da müssen wir weiter gemeinsam Druck machen durch eben Kampagnen, Petitionen, durch vor allem große Demonstrationen. Was wünsche ich mir von nicht-migrantischen Menschen? Ja, eben das, dass wir gemeinsam aktiv sind und
dass alle in all den Lebensbereichen, in denen sie sich eh befinden, in denen sie sowieso unterwegs sind, sensibel für Rassismus sind und darauf Aufmerksamkeit machen und den bekämpfen. Und dass wir eben gemeinsame Forderungen entwickeln, gemeinsam arbeiten, Antifa und Antira-Gruppen zusammen aktiv sind durch Kampagnen, Aktionen, große Demonstrationen, Petitionen, eben alles, was eine Gesellschaft machen kann, eben, um Druck aufzubauen, dass sich was verändert, um Druck aufzubauen auf die Politik, aber auch auf Medien. Wie gesagt, Medien laden immer noch weiterhin vor allem weiße Menschen ein, um über Rassismus und strukturellen Rassismus in der Polizei zu sprechen. Druck auf Medienöffentlichkeit, das ist wichtig, denke ich. Und das war es erstmal, glaube ich. Was ich eben vergessen habe, was noch für Erwartungen oder Vorschläge geben würde. Also wichtig fände ich vor allem, dass, wie ich vorhin gesagt habe, dass Begegnungsräume geschaffen werden. Also dass man zusammen aktiv ist, dass auch Themen verbunden werden. Also Rassismus und die Mietenfrage, das hat zum Beispiel bei Kotti und Co. in Berlin ganz gut geklappt, wo eben vor allem migrantische Personen betroffen waren und verschiedene linke Gruppen sich engagiert haben, gemeinsam mit den Betroffenen einen Kampf gegen diese Mieterhöhung zu organisieren. Das war so ein Begegnungsort, wo man zusammengekommen ist und zusammen, was ich verbindende Klassenpolitik nennen würde, gemacht hat. So. Oder es eben auch, es gibt ein Volksbegehren oder ein Bürgerbegehren zur Rekommunalisierung der Schulreinigung in Berlin in verschiedenen Bezirken. Und da geht es eben um die Verbesserung der Situation an Schulen, aber vor allem auch um die prekären Arbeitsbedingungen von den eben primär migrantischen Reinigungskräften. Und das hat auch eben Potenzial, Begegnungsräume zu schaffen und auch da gemeinsam gegen Rassismus vorzugehen und eben auch für die Verbesserung der Situation von Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ansonsten fände ich halt wichtig, dass linke Gruppen, migrantische Vereine, es gibt so viele migrantische Vereine, nicht nur politische Vereine, kulturelle Vereine, Diaspora-Vereine, dass linke Gruppen sich halt in den Dialog begeben mit diesen Vereinen und Verbänden und fragen, was gerade aktuell Thema ist und wie man gemeinsam bei der nächsten Nazi-Demo im Bezirk zum Beispiel gegen Aktionen machen kann oder was sonst wichtige Themen sind, wo man eben zusammenarbeiten kann. Und ich denke, da gibt es viele, wie gesagt, unmittelbar im Zusammenhang mit Rassismus oder eben auch verbunden mit sozialen Fragen. Ja, das wollte ich noch ergänzen. Wir kommen zurück bei Iltis und Bermudas, die Sendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wir haben gefragt, was erwartet und erhofft ihr euch von nicht-migrantischen Menschen? Im Folgenden antworten Ferhat Ali Kozak, Kerim Kurt und Vicky. Erwartungen und Pläne. Was erwartest du, hoffst du dir von nicht-migrantischen Menschen? Was ist in den kommenden Wochen geplant? Ich erhoffe mir von nicht-migrantischen Menschen, migrantischen Menschen immer eine Safe-Space-Möglichkeit zu geben. Also insbesondere, wenn es um Rassismus geht, dass auch in nicht-migrantischen Organisationen, wenn es dort Migrantinnen gibt, dass die erstmal untereinander geschlossen einige Themen besprechen können, um dann auch gemeinsam mit einer Stimme zu sagen, ey, wir sehen das aber so und so. Denn einzelne Migrantinnen haben es manchmal viel schwerer, sich überhaupt zu artikulieren oder sich da einer nicht-migrantischen Hegemonie hört sich da auch schon sehr krass an, aber ihr wisst, was ich meine, sich da entgegenzustellen und zu sagen, ey, ich sehe das aber so. Und es ist wichtig, dass man denen erstmal sozusagen diesen Safe Space gibt, damit sie untereinander kommunizieren können. Was ich aber trotzdem noch erlebe, ist natürlich, dass vor allem in nicht-migrantischen Organisationen sehr wenig Migrantinnen aktiv sind. Also es ist wichtig, dass wir eigentlich jetzt das, was durch Hanau entstanden ist, eine Selbstorganisation von Migrantinnen, Bündnisstrukturen wie über Migrantifa in Berlin, Frankfurt, Hessen, genau, Frankfurt ist ja Hessen, aber in verschiedenen Städten, Leipzig, Hamburg gibt es jetzt Migrantifa-Strukturen, aber auch andere Strukturen, die sich gebildet haben. In Berlin gibt es beispielsweise das Aktionsbündnis Antira,
die sozusagen sowas wie, ich weiß nicht, ob ihr so ein Teilbarbündnis kennt, was so ein breites Bündnis ist aus verschiedensten Organisationen und Parteien und was weiß ich, von Gewerkschaft bis antifaschistischen Gruppen. Und sowas halt in der migrantischen Community zu schaffen, ist wichtig. Also so ein Bündnis, das sofort reagieren kann, das sofort solidarisch sein kann und das sofort sozusagen in die nicht-migrantische Community auch zurückspiegeln kann, ey, Leute, das ist jetzt unser Problem, das brauchen wir jetzt und hilft uns. Ansonsten könnte ich jetzt nicht allgemein sagen, was nicht-migrantische Menschen und Organisationen tun sollten. Wichtig ist erstmal, solidarisch zu sein, solidarisch mit den Nachbarn, wenn man oder Frau oder beides zusammen Rassismus auf der Straße sieht, auch da gleich einzugreifen, laut zu sein und Menschen zu helfen. Genau, alle zusammen gegen den Faschismus, alle zusammen gegen Rassismus, müsste unser Motto sein und das werden wir auch machen. Und wichtig ist hierbei nicht zu vergessen, was ich ganz am Anfang noch gesagt habe, Entnazifizierung jetzt. Wir müssen schauen, dass wir rechte Strukturen im Staatsapparat bekämpfen, damit sie geschwächt werden, denn Rechte auf der Straße sind das eine Problem, aber im Staatsapparat schaffen sie sich Kapazitäten und können dadurch auch noch gestärkt größer werden und das wollen wir alle nicht. Und deshalb danke, dass ihr so eine Sendung macht und wir alle zu Wort kommen und zusammenschauen, wie wir weiter deutschlandweit, europaweit, weltweit diesem rechten, rassistischen Treiben uns entgegenstellen können. Vielen Dank. Statt Parallelgesellschaften zu entwickeln, sollte man sich als eine große Gemeinschaft sehen. Die Bildung einer solchen Gemeinschaft wird aber durch zu viele Vorurteile verhindert. Ein aktives Aufeinanderzugehen und Kennenlernen würde die meisten, wenn nicht sogar alle, Vorurteile beseitigen. Deswegen erhoffe ich mir engere Kontakte mit Einheimischen. Zur Frage, was wir erwarten oder was wir uns erhoffen von nicht-migrantischen Menschen. Es ist schwierig, von Erwartungen zu sprechen, weil sie einfach so oft enttäuscht werden. Und ja, das zeigen halt alle bis jetzt gemachten Erfahrungen. Was wir uns aber erhoffen, ist, dass Rassismus nicht zum Problem gemacht wird, das nur Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben. Also, dass es irgendwann Konsens ist, dass es Rassismus gibt, dass der nicht geleugnet wird, dass Leute nicht in Schutz genommen werden oder gedeckt werden, die rassistisch sind oder beziehungsweise rassistisch handeln. Dass eben bei all den Verbrechen eine gescheite Aufklärung stattfindet, dass sich auch eine weiß geprägte Linke mit ihren Rassismen beschäftigt und das mit genau demselben Ehrgeiz im Kampf gegen AfD und Nazis oder das Patriarchat oder Klimawandel, was alles super wichtige Kämpfe sind, aber dass die Leute eben mit genau derselben Leidenschaft auch gegen Rassismus und Antisemitismus kämpfen. Und wir erhoffen uns auch, dass in Zeiten von Corona die Menschen trotzdem daran erinnern, was an den EU-Außengrenzen, in den Lagern oder auf dem Mittelmeer passiert. Ja, und was hier in Deutschland passiert, dass zum Beispiel vor allem asiatisch gelesene Menschen in Times of Corona massiven Attacken ausgesetzt sind oder wie Mediennachrichten mit Corona bebildern. Und auf all diesen Ebenen erhoffen wir uns zumindest mal eine Sensibilisierung. Der Liedwunsch von Elif. Und das war Iltis in Bermudas vom 21. Juli 2020, die zweite Folge der Doppelsendung Rechter Terror und Rassismus in Deutschland. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie im Podcast des Bermudafunk nachhören oder auf freie-radios.net. Wir hören uns wieder am 18. August.